eröffnet eine Chance, einem gut hinzuschauen nach innen und zu schauen, wo stehe ich in dieser, auf dieser erstaunlichen Reise des Lebens? In welche Richtung bewege ich mich eigentlich? Gehe ich überhaupt? Komme ich irgendwo in irgendeiner Weise in eine Richtung? Und auch in welcher Geschwindigkeit reise ich? In jeder Hinsicht ist es eine sehr bereichernde Erfahrung, sehr bewusst zu werden über sich selbst, sich selbst kennenzulernen. Ich kann euch sagen, dass in dieser Zeit der Pandemie auch ich durch verschiedene Phasen gegangen bin. Am Anfang war es schwierig zu erkennen, wie getrennt, also damit umzugehen, wie getrennt und isoliert wir alle waren. Ich war sehr verwurzelt in der Welt, es wahrzunehmen, wie viel passiert. Und jetzt plötzlich, also wir haben für so viele Jahre, waren wir damit beschäftigt, uns in der Welt zu bewegen und überall viele Dinge zu tun. Und hier war plötzlich eine Chance, nach innen zu gehen. Und natürlich war das auch eine herausfordernde Zeit. Es war, viele Dinge sind hochgekommen. Und plötzlich haben viele Dinge, die für mich die Teil meines Lebens waren, bis dahin und die auch funktioniert haben für meine eigene Entwicklung, waren plötzlich nicht mehr vorhanden. Und ich hatte das Gefühl, ich stecke fest. Und es ist so wertvoll zu sehen oder wahrzunehmen, wie komfortabel es ist, in seiner Komfortzone zu bleiben und immer wieder die gleichen Dinge zu tun oder das Vertraute zu reproduzieren. Und ich hatte das Gefühl in dieser Isolationszeit, dass meine Motivation eigentlich nachgelassen hat und wenn es keine ständige Erneuerung gibt oder neue Impulse oder neue Dinge, die ich anschieben kann, dann ist meine Inspiration geht nach unten. Und in der Vergangenheit war vielleicht etwas für mich bedeutungsvoll, aber ich in der Gegenwart muss das nicht mehr der Fall sein. Egal, was wir beginnen und erschaffen, wir gehen mit allem durch einen Prozess. Es ist so, als wenn alles, was neu mal ist, wird eben auch alt. Und wenn ein Gedanke geboren wird, dann wächst er und dann reift er. Und irgendwann haben wir das Gefühl, obwohl wir immer das Gleiche weitermachen, geht die Energie dann nach unten. Und das ist ein Moment, wo wir vielleicht ein bisschen ängstlich werden. Und wir wissen vielleicht nicht, was passiert. Die Dinge, das, was man gemacht hat, funktioniert plötzlich nicht mehr. Und es kann sein, dass wir durch eine gewisse Art von innerer Krise gehen. Und das ist aber genau der Zustand eines Kokons, der uns hilft, zu etwas Neuem zu kommen. Das heißt, in einer Krise zum Beispiel eine geistige Sturm im Geist. Wir sind nicht produktiv bei der Arbeit. Vielleicht ist sogar auch mein Gesundheitszustand wird herausgefordert. Das ist der Punkt, wo ich innehalten muss, einen Abstand bekommen muss und mich fragen muss, was passiert hier eigentlich gerade? Und ich brauche eine tiefe Beobachtung und Innenschau in diesen Momenten. Und wenn man dann eine Praxis hat, wie Meditation oder Konzentration,
ist das sehr hilfreich. Und das erlaubt mir, einen Moment innezuhalten, eine Pause zu machen und zum Beobachter zu werden und zu schauen, was geht da eigentlich in mir vor sich. Die Zeit, die ich hatte, die war gut, aber sie jetzt, wenn es um Erneuerung geht, dann muss ich ganz genau wissen, wo ich stehe. Also das, was war und das, wo ich jetzt stehe. Und dann kann ich beginnen, wenn ich das klar habe, dann kann ich beginnen zu schauen, in welche Richtung es denn eigentlich für mich weitergeht oder was ist es eigentlich, was ich möchte. Wenn ich mir selbst solche Fragen stelle, dann brauche ich Zeit und ich brauche Raum. Inneren Raum. Natürlich kann man auch in der äußeren Umgebung an einen schönen Ort gehen, in einen Park oder so. Aber vor allen Dingen braucht es inneren Raum. Das heißt, ich muss meinen Geist befreien von bei vielen Dingen, die mich sonst beschäftigen, um zur Klarheit zu kommen. Und das ist, braucht einfach eine gewisse Zeit, mich zu entspannen, mich mir keine Sorgen zu machen, um die Verantwortung zu nehmen, wirklich nach innen zu gehen und mich selbst zu fragen, hey, was geht eigentlich los? Was ist eigentlich los? Was passiert? Was möchte ich und was brauche ich? Und diese Fragen und diese Innenschau ist wichtig. Denn ich muss mich fragen, was ich brauche, um weiterzukommen. Und dann ist es möglich, tiefer zu schauen. Ansonsten, wenn wir das nicht machen, dann schnüren wir da ein Päckchen zu und denken, alles ist gut und wir gehen weiter und sitzen aber eigentlich wieder in unserer Komfortzone. Und für diesen inneren Prozess braucht es Geduld, weil das Ego auch einige Spiele mit uns spielt und macht uns, flunkert uns vor, dass etwas vor, was vielleicht gar nicht der Fall ist und wir doch nicht da angekommen sind, wo wir hinwollten. Als ich auf einer Reise war, meine Reise nach Indien, 24 Jahre alt, da war ich genau, hatte ich genau diesen Prozess. Ich wollte wissen, worum geht es in der Welt? Was ist Glück? Was ist wahre Liebe? All diese Fragen haben mich beschäftigt. Manchmal, wenn ich auf solch eine Reise gehe, dann denkt man manchmal außerhalb des eigenen Landes ist alles viel besser. Manchmal denke ich, in Europa ist alles viel besser als hier in Argentinien oder in Lateinamerika. Aber als ich dann gereist bin, habe ich gemerkt, es gibt nirgendwo einen Ort, der wirklich besser ist, weil alles im Geist stattfindet. Alles, was ich erlebe, ist eigentlich in meinem Geist. Und ich kam zu dem Punkt, wo ich in einer Wüste eine Kamelreise begonnen habe. Ich war in Rajasthan und mein Geist war in absolutem Chaos und ich wusste, dass ich aufhören musste mit dem, ich musste eine Pause einlegen. Durch meine Reise hindurch habe ich mir selber immer wieder gesagt, oh, Reisen ist toll, es ist begeisternd, Spaß und das ist eine Unterhaltung, die ganz besonders ist, aber ich war innerlich nicht glücklich. Es ist eine Unterhaltung und man kann aufgeregt und begeistert sein über all das, was man begegnet, aber es ist was anderes, innerlich glücklich zu sein. Es hat mich als wir zurückkamen von der Wüste, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich anhalten, dieses Reisen, das bringt es mir nicht, bringt mich nicht weiter, ich bin nach wie vor unglücklich. Und dann habe ich jemanden gefragt, in einem sehr billigen Hotel vor einem Zug, und ich habe ihn zu einem Fremden gegangen und habe ihn gefragt, wo in Indien könnte ich meinen Geist zur Ruhe bringen?
Und ich habe zu mir selber gesagt, was immer der Mensch, den ich jetzt treffe, mir sagt, werde ich tun. Und dieser Mann, ich wusste, und dieser Mann hat tatsächlich gesagt, reise nach Madhuban, nach Mount Abu. Und wenn ich jetzt rückschaue, das war echt eine göttliche Fügung, weil ich wusste natürlich nicht, dass ich zu den Brahmakumaras geschickt würde und wer die Brahmakumaras sind. Aber der Mann hat einfach nur gesagt, geh dahin. Und dann bin ich dahin gefahren. Sie hat ihn noch gefragt, ja, was ist denn da? Ja, die Leute sind da alle glücklich. Das alles hat mich zur Ruhe gebracht und so habe ich die Brahmakumaras kennengelernt. Und ich habe dann begonnen, Meditation zu üben. Es waren meine ersten Schritte, nach innen zu gehen und mich selbst anzuschauen. Ich war auf einer zweijährigen Reise und habe mich selbst als ein Abenteurer bezeichnet, eine Abenteurerin. Aber hier habe ich gelernt, dass nach innen zu schauen, mich selbst kennenzulernen und dass das wahre Abenteuer ist, dass ich ein geistiges Wesen bin, in diesem physischen Körper lebe und dass ich unabhängig bin von dem Körper. Und ich bin bewusst geworden über die Geisteskraft, die Kraft meines eigenen Geistes und dass der Gedanke der Same meiner eigenen Kreation der Realität ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich nach innen geschaut habe und die Kraft des Geistes nutze. Ich bin nicht der Geist, aber alles, was in meinem Geist passiert, ist in meiner Hand. Das heißt, in diesem Beginn, diesem Punkt, also ich war an einem Punkt, wo ich einfach mich selbst nicht kannte und ich wusste nicht, was mit mir geschehen wird, aber ich habe mich auf die Reise der Meditation begeben. Ich hatte aber keine Ahnung, dass ich so eine Art Neugeburt wieder erfahren würde, dass ich etwas komplett Neues erleben würde. Und mich selbst neu zu erfinden, bedeutet, hat hier genau den Beginn. Das heißt, bewusst zu werden, wer ich bin und wer ich nicht bin. Ich habe erkannt, dass das Reisen mir nicht mehr viel gebracht hat. Und hier war ich plötzlich in einem ganz, ganz neuen Prozess. Und ich habe erkannt, ich war ich war wie ein freier Vogel. Ich war und alles, was ich erlebe, habe ich erkannt, war eine bewusste Entscheidung. Dieses selbst erneuern war auf einer anderen Ebene. Es hat mich zu einem neuen Verständnis gebracht, dahingehend, wer ich wirklich bin. Und somit wurde ich verbunden mit der höchsten Möglichkeit, mit etwas Höherem, mit einer Möglichkeit, mich selbst zu erneuern auf eine Weise, die wunderbar war. So viele neue. Es gibt natürlich auch auf der äußeren Ebene viel Neues. Aber es heißt nicht, dass ein neuer Beruf, eine neue Arbeit mir wirklich diese innere Neuheit gibt. Das heißt, das Level von Selbsterneuerung, durch die wir als menschliche Familie jetzt durchgehen, und dass der Lockdown uns auch ermöglicht hat, diese innere Reise zu machen, es geht jetzt um tiefe innere Veränderungen. Der Level ist tief.
dieses Erwachen, wenn wir... Dieses Erwachen bedeutet, dass wir reflektiv werden. Wenn unser Ziel ein spirituelles Ziel ist und unser Ziel damit zu tun hat, wie viel ich mich selbst kenne, wie sehr ich mich selbst kenne und wie sehr ich zum Beispiel Harmonie in meinen Beziehungen wertschätze. Das heißt, es ist nicht einfach nur irgendeine Veränderung, die das hervorruft und ermöglicht, sondern es ist eine spezielle innere Veränderung, die mich auf diese Weise, auf solche Art von Neuausrichtung bringt. Wenn wir nach innen schauen, werden wir bewusst, was unsere wahre Essenz ist. Und obwohl ich sehr friedlos war, während ich gereist bin, habe ich gemerkt, dass als ich mit der Meditation begonnen habe ich gemerkt, dass da dieser Teil in mir ist, der eigentlich auf eine natürliche Weise sehr cool und friedlich war. Und indem ich darüber nachgedacht habe und es beobachtet habe und mich selbst als Seele gesehen habe, habe ich gemerkt, das ist eigentlich wahr. Das ist die Wahrheit. Egal, ich mag mich zwar vielleicht ganz anders fühlen, aber wenn ich Beobachter werde, dann bin ich in der Lage, beides zu sehen. Das, was zu sehen, was ich die Kraft, also den Zustand, den ich vielleicht gerade erfahre, aber auch die Kraft, die in mir ist. Achievements outside of me, and I think that reinventing ourselves now is really coming into terms with who I am. Und mich selbst neu zu erfinden bedeutet, Klarheit darüber zu gewinnen, wer ich wirklich bin. Und es bedeutet auch, meinen höheren Sinn, meine höhere Aufgabe zu erkennen. Was ist es, das allem, was ich tue, eine Bedeutung, einen Sinn gibt? Das heißt, wenn ich meine eigenen Urwerte erkenne, werden sie zu dem Fundament meiner Entscheidung, meinem Verhalten. Und das wird die Weise sein, wie ich mich voranbewegen werde. Das wird die Richtung sein, die ich einschlagen werde. Also während ich wir ein Leben, ein engagiertes Leben leben, ist es wichtig, innezuhalten und zum Beobachter zu werden. Zum Beispiel kann man auch schreiben, Tagebuch schreiben. Das erlaubt uns, alles, was wir beobachten, zu erfassen, aufzuschreiben. Etwas, was beobachten wir eigentlich? Die Qualität unseres Geistes, die Qualität unseres Denkens, das, was Muster sind, die uns zurückhalten. Das ist eine Metapher. Zum Beispiel, dass wir ein ständiger Fluss des Lebens sind. Das heißt, wir haben nicht ein Leben, sondern wir sind das Leben. Das Leben ist in einem ständigen Fluss. Und wenn etwas mich zurückhält, zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich wachse nicht und ich entwickle mich nicht, oder ich hänge fest, da muss ich schauen, was ist es, was meine Gefühle erschaffen, dass mich so fühlen lässt, dass ich minderwertig oder überheblich oder Ego-Tricks erschafft. Was sind die Muster, die mich in Emotionen bringen, die mich zurückhalten, die mir Angst geben?
nicht ängstlich um uns. Je mehr ich wahrnehme, dass das, was negativ ist, nicht das ist, was ich wirklich bin. Es ist nicht die DNA der Seele. Das heißt, wenn ich tief nach innen schaue, dann kann ich mehr und mehr erkennen, was das Ursprüngliche in mir ist und dass es Frieden ist. Aber was ist mit Eifersucht, mit Rache? Damit andere ein Gefühl von Schuld oder Scham zu geben. Wo kommen diese ganzen Muster her? Wenn wir zum Beobachter werden, dann wissen wir, dass sie da sind. Aber sie sind nicht ursprünglich, sie sind angenommene Muster. Und diese tiefe Erkenntnis, dass es zwei Welten sind, das Ursprüngliche und das Angenommene oder Entwickelte. Und wenn ich das erkenne, dann kann ich loslassen von dieser Identität, dieser vorübergehenden Identität, zum Beispiel, dass ich schwach bin, dass ich unsicher bin, dass ich all diese Dinge kann ich loslassen, weil ich verstehe, dass das anerzogene oder angelernte Verhaltensstrukturen sind. Ich brauche damit nicht zu kämpfen, mit ihnen nicht zu kämpfen. Mich selbst zu erneuern, gibt mir die Möglichkeit, gibt mir den Raum und wie ein Labor, in dem ich die Unterscheidung treffen kann. Ich kann das ist mein Mobile Phone hier. Und wenn ich das loslasse, dann seht ihr hier, ich kann es loslassen. Aber wie lasse ich denn los von zum Beispiel schmerzhaften Gefühlen, die ich seit Jahrzehnten mit mir rumherschleppen? Es mögen irgendwelche Ereignisse gewesen sein, die Trauma in mir erzeugt haben. Es ist nicht einfach. Aber um diese Dinge loszulassen, muss ich meine kreative, meine schöpferische Kraft benutzen und mit meinen ursprünglichen Qualitäten arbeiten, die mich dann zu einer anderen Erfahrung bringen. Zum Beispiel, das ermöglicht mir das, friedlich und cool zu bleiben in Situationen, wo man normalerweise eher reaktiv ist oder aufbrausend. Und all die Dinge, die mich mir ein Gefühl von Unsicherheit gegeben haben, konnte ich überwinden. Ein Teil des sich selbst Erfindens ist der Neuheit zu erlauben und mit neuen Gedanken zu experimentieren, neuen Gefühlen, neuen Arten Dinge zu tun. Und in dem Moment, wo ich den Mut hatte, das zu tun, dann wird es von meinem inneren Frieden herkommen. Es macht mich auch demütig und hält mich in diesem Lernmodus, wenn ich experimentiere. Das heißt, wenn ich mich selbst immer wieder, also die Methode, mich selbst immer wieder zu erneuern, ist beständiges Lernen. Dieses Reflektieren nährt mich und hält mich fokussiert auf die Richtung, wo ich hin möchte. Die Reise wird nicht nur eine einfache kleine sein, sondern das Leben hat immer wieder Höhen und Tiefen. Und es ist okay, Fehler zu machen. Ich bin immer noch auf dem richtigen Weg. Und ich bin in der Lage, wenn ich in der Lage bin, was ich gelernt habe, anzuwenden, dann bin ich okay. Dann ist alles okay. Eine gute Praxis hinsichtlich ich glaube, dass ich auf dieser Reise so oft wiedergeboren wurde. Es ist wie, als wenn man immer wieder von vorne anfängt. Ich brauche den Prozess nicht
führen. Denn wo immer ich, wenn immer ich irgendwo stecken bleibe, weiß ich, dass ich was Neues herausfinden muss und werde neue Menschen treffen, neue Dinge tun. Es ist Teil der Reise. Eine wichtige Säule meines Wachstums ist, gute Gesellschaft zu haben. Und gute Gesellschaft bedeutet, was macht man denn mit denen, der Gesellschaft, die nicht so gut ist? Wir wollen ja nicht Leute ignorieren, speziell wenn es um die eigene Familie geht und Konflikte. Gute Gesellschaft bedeutet, die eigenen besten Gedanken und der beste Freund, den wir immer haben werden, ist es selbst. Ich kann immer der beste Freund sein. Bin der Einzige, der mein bester Freund sein kann und mein größter Feind. Das ist ein sehr tiefer Punkt, über den man nachdenken sollte. Das heißt, wenn immer ich etwas in meinem Leben verändern möchte, und ich nehme wahr, ich fange an, andere zu beschuldigen oder Erwartungen zu haben, ob es jetzt die Regierung ist. Und hier in Argentinien geht es immer um den Wert der US-Dollar. Wir haben 50% Inflation. Inflation. Das heißt, jedes Mal, wenn man zu einem Supermarkt geht, ist dieses und jenes wieder teurer. insbesondere dann, wenn die Gehälter nicht auch gleichzeitig hochgehen. Das heißt, hier die Leute, die haben die Erwartung, dass der Dollar sich stabilisiert oder dass die Regierung sich ändert. Jeder erwartet immer etwas von außen. Aber wenn wir zu dem Punkt der Innenschau, der Beobachtung kommen, und dann können wir erkennen, es hängt wirklich von mir ab, von der Qualität der Gedanken, die ich denke. Denkt an jemanden, den ihr liebt. Jemand, der euch, den ihr sehr mag, sehr, sehr mögt. Und beobachtet die Gefühle, die in eurem Herzen, eurem Geist auftauchen. Welche Art von Gefühle sind das? Ihr braucht mir nicht zu antworten, aber ich gehe mal davon aus, dass das gute Gefühle sind. Liebe, das auf dem Herzen sich gut zu fühlen. Aber wenn wir an jemanden denken, der all unsere Knöpfe drückt, Reaktionen, uncomfortable situations, if we now bring that one into my mind, then how do I feel? And maybe I feel uncomfortable, maybe I feel tense, maybe I feel angry. Vielleicht fühle ich mich angespannt, also wütend. Und das gilt es erstmal wahrzunehmen. Und ich kann erkennen, welche Verbindung zwischen meinen Gedanken und Gefühlen besteht. Ist da eine Verbindung zwischen Gedanken und den Gefühlen? Wenn ich an etwas Gutes denke, fühle ich mich gut. Wenn ich etwas Negatives denke, fühle ich mich schlecht. Es mag Menschen geben, die provokativ sind, aber es ist nicht so schlecht. Es geht letztendlich darum, was ich über die Leute denke und wie ich mich dann fühle. Und dann erkenne ich, dass die Art und Weise, wie ich mich fühle, davon abhängt, wie ich denke. Und ich erkenne, dass das, wie ich mich fühle, nicht von irgendjemand anderem abhängt, sondern von mir. Es ist nicht das, was im Außen passiert, das mich auf diese oder jene Weise fühlen lässt,
sondern es ist das, was ich darüber denke, was das Gefühl erschafft. Das heißt, von welcher Weise oder Perspektive auch immer ich auf eine Sache schaue, kenne ich, dass alles mit der Art und Weise zu tun hat, wie ich denke. Regaining the space of reflection and then regaining this observation of my mind. Meine Beobachtung, meine Reflexion meines Geistes, die Gesellschaft, die ich habe, all diese Erfahrungen passieren in meinem Geist. Wenn wir in guter Gesellschaft sind, passiert das auch in meinem Geist. Vielleicht habe ich so eine Art Rollenmodelle, also Menschen, die ich besonders mag oder an dich, die ich als Vorbild habe. Dann kann ich mal schauen, was mich denn so mir so gefällt und mir und ich kann dann schauen, was ich denn entwickeln könnte. Vielleicht brauche ich mehr Selbstrespekt. Oder was sind die Qualitäten, die mich anziehen? Vielleicht kann ich die in mir selber erschaffen. Was immer für einen Ausblick ich auf mich selbst habe, wird... Manchmal brauchen wir, es ist gut, mit Menschen zu reden, die ähnlich denken wie ich. Und mein Lernen zu teilen mit anderen ist wichtig und bringt mich vielleicht auch raus aus meiner Komfortzone. Was immer ich für mich selbst erschaffe, meine Ziele, meine... Der wichtigste Punkt, wenn es um Gesellschaft geht, ist eigentlich die Gesellschaft, die wir haben können, wenn wir uns mit dem Höchsten verbinden, mit dem Göttlichen Gott. Das heißt, der erste Schritt, zum Beobachter zu werden, mich selbst wahrzunehmen, hat mich zu dem nächsten Schritt gebracht, und zwar der Schritt, mich mit der höchsten Seele, mit der höchsten Kraftquelle zu verbinden. Und genauso wie jeder Same Licht und Wasser braucht, um zu sprießen, so ist es auch mit der Seele, wenn die Seele sich mit der göttlichen höchsten Kraftquelle verbindet, dann ist das so, dass sie das bekommt, was sie braucht. Und das war so enorm wichtig für mich auf meiner Reise, das zu verstehen und zu erkennen. Denn für jede Transformation oder jede Veränderung brauche ich Kraft. Und der Fluss der Energie, der entsteht durch die Verbindung zwischen der menschlichen Seele und dem höchsten Wesen, ist diesen Fluss der Kraft zu erlauben, wird mich befreien von Illusionen, dahingehend von der Illusion die ich wäre, und davon loszulassen, der Illusion, von der ich dachte, dass ich sie wäre. Das ist die größte Erneuerung. Und dann zu dem zu kommen, näher zu kommen, wer ich wirklich bin. Manchmal sind große Veränderungen vielleicht zu viel auf einmal. Deswegen ist es gut, kleine Schritte zu visualisieren. Etwas Kleines, was mich auch inspiriert. Es geht um größere Errungenschaften, und vielleicht können wir hier an dieser Stelle in eine Erfahrung gehen, in das Gefühl von Meditation.
to sit comfortably. Ich möchte euch einladen, euch entspannt hinzusetzen, euren Körper zu entspannen und einen tiefen Atemzug einzunehmen und die Aufmerksamkeit nach innen zu richten. To your inner world, to a sacred space behind the eyes. This verbindet euch mit der inneren Welt, mit dem heiligen Ort, the spiritual being. Im Inneren, wo ich, das spirituelle Wesen, die Lebenskraft bin, meine eigene Präsenz spüre, meine eigene Gesellschaft, wo ich nach innen schaue und mich selbst wahrnehme und fühlen kann, dass ich die Energie bin, die sich durch meine Augen, mein Gesicht, jede meiner Einstellung, meine Worte, meine Handlung, jede Interaktion, ist die Energie des Lichtes, des lebendigen Wesens, das ich bin. Und während ich tief nach innen schaue, in mich selbst hinein, kann ich die Kühle fühlen, die Stille, den Frieden, der in mir liegt. Ich bin Frieden. I become aware of the feeling. Ich bin mir bewusst von das Gefühl, dass ich bin. Das Gefühl. Free from worry, free from fear. I am peaceful. Dass ich Frieden bin und ich bin frei von Angst, von Sorgen. Ich bin Frieden. Meine Aufmerksamkeit richte ich noch tiefer in die Stille und ich löse mich von allem Gewöhnlichen und spüre die tiefe Stille, wo ich einfach nur mich selbst sehe, das Licht. Das Licht in mir. Das Licht, das ich bin. Ich entspanne mich in tiefen Frieden hinein. Eine Pause des Friedens. Vibrations of unlimited peace coming. Ich empfange die Schwingung unbegrenzten Friedens, die von der höchsten Quelle kommt. Lasse sie in jede Ecke meines Wesens fließen. Und ich erfahre die Schwingung rein uneingeschränkte Liebe. Das ist die Liebe, die mich so akzeptiert, wie ich bin. Die mich die Seele nährt, mich befreit. Die mir erlaubt, mich so zu sein, wie ich wirklich bin. Das ist reine Liebe. Spirituelle Liebe. Feeling of joy. Of being who I really am. So that is love. Unconditional.
Ich nehme mich wahr, so wie ich wirklich bin. Friedvoll. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf mich selbst und auf meinen Atem. The movement of each breath. I allow this living energy of love, of peace, to spread throughout. Und in dem Moment tiefer Stille erlaube ich dem Atem der Stille überall hin auszustrahlen. Just pure vibration. Vibrations of love. Die reine Schwingung der Liebe, des Friedens, meines Wesens. Ich atme sie ein und ich atme sie aus. Und alles in meinem Leben hängt von der Entscheidung ab, die ich treffe. Om Shanti. Om bedeutet ich bin und Shanti bedeutet Frieden. Vielen Dank. Thank you very much, Moira, for this experience. When we are experience our true self and this inner calmness and peace, then it's much easier to look at the things I still want to change, no? I have to change. And I have a question for you. And my question is, I heard you speaking also, about... Ich habe eine Frage. Ich habe gehört, dass du über die Morgenmeditation gesprochen hast und dass... du früh morgens meditierst. Was ist die Wohltat davon, so zu meditieren, wenn die ganze Welt noch schläft? Wenn man früh morgens aufwacht, wenn noch alle schlafen, ist das eine besondere. Das bedeutet auch, dass man früh ins Bett gehen muss. Es ist eine Zeit, wo die anderen eben noch, das Leben noch nicht so richtig begonnen hat. Aber auch der eigene Körper ist sehr still. Das heißt, wir sind in der Lage, bewusster zu werden über unsere innere Welt. Die Frühmeditation am Morgen ist wie ein Fundament für den Tag. Das heißt, das ist der Moment, wo wir uns selbst nähren. Man muss früh genug aufstehen, nicht, dass man noch nebenbei Frühstück macht und so, oder schnell noch duscht, sondern es muss eine Zeit sein, in der wir wirklich uns auf uns selbst konzentrieren. Wenn man zum Beispiel ein Kind aufwacht und es dann sofort was zu essen geben will oder so, es wird es nicht mögen oder es sofort anziehen wollen, es ist auch nicht möglich. Das Erste, was man tun muss, ist also das Kind erstmal in den Arm nehmen und langsam aufwachen lassen. Und danach kann man dann es anziehen und etwas zu essen geben. Das heißt, genauso ist es auch, dass in der Morgenmeditation mit uns es ist erstmal in der Stille zu sitzen, um selbst wahrzunehmen, die eigene Qualität des Friedens zu spüren und zu erkennen. Ich bin eine reine, friedvolle Seele jeden Tag. Und dann mich mit der Quelle zu verbinden und
zu erlauben, wie die kühle Stille mich berührt. There are three times, there are three moments in this meditation that you can practice. On one hand is taking power. Es gibt drei Aspekte in der Meditation, die wir üben können. Das eine ist, Kraft aufzunehmen. Meditation has been something that I need to kind of be very still and und man es ist gut, Meditation ein bisschen zu demystifizieren. Denn was es eigentlich einfach bedeutet ist, es ist auch eine Art der Kommunikation. Zum einen ist es eine Kommunikation mit sich selbst, aber dann auch mit dem Höchsten, mit Gott. In the morning, once we have been for a while just absorbing in silence. Diese Kommunikation am frühen Morgen zu haben, nachdem wir eine Weile in der Stille waren. Lädst du ihn ein und hältst ihn einen Moment in deinem Herzen ganz liebevoll und dann kannst du dein Herz öffnen und sprechen. Kann auch Fragen stellen, gibt es irgendetwas, wo ich mir Hilfe holen sollte, wo du mir helfen kannst oder es ist etwas, was ich sehen, kennen sollte. Und die höchste Seele als mein Vater zu sehen, nicht nur als höchste Quelle, als Kraftquelle, sondern diese Beziehung zu haben. Die Beziehung ist so etwas wie nach innen, nach oben und nach außen zu gehen. Wenn wir ganz bewusst etwas, zum Beispiel gute Wünsche zu haben, oder wir möchten, dass Dinge geklärt werden, dann teilen wir unsere Schwingungen. Schwingungen sind unbegrenzt. Es ist wie jemand, der, also wir werden zu einem Spender, jemand, der Energie ausstrahlt. Die Meditation am frühen Morgen ist ein Muss für mich selbst. Aber wann immer es für euch möglich ist, den Tag früh zu beginnen und diese stille Zeit für euch selbst zu genießen, ist alles, was für euch passt. If we in the process of reinventing come to an inner state of emptiness and total was ist eine Frage, was passiert, wenn wir in dem Prozess des sich selbst erneuern in einen Zustand der Leere kommen und nicht und festhängen? Finding someone to talk to about this and sharing. Das ist natürlich kein so einfacher Zustand, aber jemanden zu finden, mit dem man sprechen kann. Jemand, eine gute Gesellschaft, einen guten Freund, wenn es jetzt was ganz Krasses ist, wie eine Panikattacke oder so, dann natürlich professionelle Hilfe einholen. Aber ich würde sagen, wirklich die Meditation so zu erlernen, dass man lernt, in Kontakt zu kommen mit der Kraft, die in uns ist. Wenn wir nur auf unsere, also nur beobachten, was unsere Negativität, negativen Eigenschaften sind oder so, dann funktioniert das nicht. Wir sehen dann nur Schlechtes, wir haben Angst, neue Dinge anzufangen oder so. Das heißt, es braucht erstmal Empowerment und es kann auch eben eine gute Gesellschaft sein, Leute, die uns erheben, die gut, die kraftvoll sind. Wir brauchen einen Schritt des Mutes, denn aus unserer Komfortzone herauszukommen, ist ein Schritt des Mutes. Und ich muss mich selbst fragen, was möchte ich? Was möchte ich? Ich möchte zuversichtlich sein, ich möchte selbstsicher sein, mich weiterentwickeln.
Und wenn ihr das habt, erkannt habt, woran ihr wirklich interessiert seid, dann manchmal hat man Angst vor etwas, was man noch nicht kennt. Und das mag uns zu etwas führen, was wir noch nicht kennen. Gott weiß, was wir brauchen. Und wenn wir tief, wir brauchen in der Tat tiefe Hilfe, eine tiefe spirituelle Hilfe. Und in der Verbindung mit Gott und der ehrlichen Begegnung, dann wird er uns entgegenkommen. Bei jedem Schritt des Mutes, heißt es, indem wir ihm entgegenkommen, kommt er mit 1000 Schritten uns entgegen. Zum Beispiel ein Kind hat einen Fehler gemacht in der Schule, befühlt sich, schämt sich, nicht gut, aber ein Schritt hat das Kind gemacht. Zum Beispiel das Kind ist ehrlich und geht zum Eltern oder zum Lehrer und sagt, was es falsch gemacht hat. Wir würden doch unser Herz öffnen und ihm entgegenkommen. Wir haben bei den Brahmakumars eine schöne Praxis, die möchte ich gerne teilen. Und zwar Briefe zu schreiben an Gott. Wenn wir zum Beispiel aufschreiben, was wir fühlen, es ist so, als wenn wir etwas nach außen bringen. Wir glauben sehr fest, dass wir gehört werden, weil es eine Beziehung ist. Und wenn wir einen Brief schreiben, dann erhalten wir auch eine Rückgabe, eine Antwort. Die Antwort wird uns nicht per E-Mail erreichen, aber es mag auf unterschiedliche Weise kommen. Ein Gefühl im Herzen, irgendein Zeichen, wo man dachte, wow, das habe ich mir nicht erwartet. Viele Male habe ich mich unsicher gefühlt und dachte, wie geht es weiter? Dann habe ich mir ein Blatt Papier genommen und an Gott geschrieben und ich habe immer eine Antwort bekommen. That's a nice method, not to write a letter to God and there is coming an answer. And we have other questions. Nina wants to know, können wir Sicherheit in irgendeiner Situation erschaffen, wo die Sicherheit von außen kommt? Wir sind so daran gewöhnt, dass Sicherheit damit zu tun hat, in einer sicheren Umgebung zu sein. Zum Beispiel, wie viele Schlösser die Haustür hat. Ich habe einmal ein Apartment gemietet in Buenos Aires und diese Hintertür hatte 7 Schlösser. Those locks are no guarantee. Ich dachte aber, dass diese 7 Schlösser, okay, die können einem ein Gefühl von Sicherheit geben, aber jemand, der mir das antun wird, der wird einfach warten, bis ich rauskomme oder wird sagen, hey, lass mich ran. From a very simple background, and she would come every morning to our class. Da war ein junges Mädchen in Buenos Aires und die kam jeden Morgen zu unserer Morgenklasse. Und sie wohnte in einer sehr, sehr unsicheren Umgebung. Und jeden Morgen ist sie da mit ihrem Schulranzen, das war ein junges Mädchen, mit ihrer Schulkleidung gelaufen. Frühmorgens.
So die in Brasilien ist nachts ein sehr gewaltvolles Land. Und in einem Moment, einmal hat sie das Gefühl, da ist jemand, und sie wusste, sie ist nicht allein. Und sie hatte das Gefühl, dass diese Person näher und näher und näher zu ihr kam. Und dann ist dieser Mann vor ihr gesprungen. Und hat gesagt, sag mal, hast du keine Angst? Sie sagte, als ich noch gelebt habe, hatte ich Angst. Und dieser Guy hat das Gefühl gehabt, er hatte einen Geist getroffen, der ist weggerannt. Und dann hat sie uns die Geschichte erzählt. Eine lustige Geschichte. Weil in dem Moment, wo man am meisten unsicher in einer gefährlichsten Situation ist, das ist das, was uns schützt, sind die richtigen Gedanken. Und ihr Name war Tanja und Tanja hat nicht darüber nachgedacht, was sie sagte oder so. Da war keine Zeit für darüber zu grübeln, was soll ich jetzt machen in der Situation. Sondern was sie gesagt hat, als sie das Center erreicht hat, hat sie gesagt, ich war in Meditation, ich war verbunden mit Gott. Und das war der Moment, wo ihr Schutz herkommt, weil sie hat, war in Erinnerung, sie hat die Erinnerung daran, wer sie wirklich ist, an die Erinnerung an die höchste Kraftquelle. Und sie hatte das Gefühl, dass diese Worte, die aus ihrem Mund kamen, waren einfach nur ein Schutz der von irgendwo herkam, weil sie hat sie hat sich diese Gedanken oder diese Worte nicht ausgedacht, als ich noch gelebt habe, wenn ich noch am Leben wäre, hätte ich Angst. Und was für absurde Worte. Aber diese Worte haben dazu geführt, dass dieser Mann selbst totale Angst hat und weggerannt ist. Das heißt, in dem Moment, wenn wir in Meditation sind, wenn wir bewusst sind, wenn wir verbunden sind, dann wissen wir automatisch, was das Richtige ist zu tun. Between being introverted to build strength inside and going out. Die Frage ist, woher findet man heraus, was die richtige Balance ist zwischen dem introvertiert sein und mit anderen zusammen sein, sich zu vergnügen? Und wie können wir uns von anderen schützen? Danke für die Frage. Ich selbst bin keine sehr keine introvertierte Person. Die Sister Mohini, eine unserer längsten Lehrer, hat mir immer gesagt, du musst introvertiert sein. Und jedes Mal, wenn sie mich getroffen hat, hat sie gesagt, hey, du musst mehr introvertierter sein. Und ich war immer ein sehr sozialer. Und ich habe sie immer gefragt, wann werde ich denn mal endlich introvertiert? Und sie hat gesagt, es wird passieren, es wird passieren. Und ich habe irgendwann erkannt, dass wenn ich extrovertiert bin und nicht nach innen gehe, dann verliere ich so viel Energie und alles, die ganze Energie verpufft. Das heißt, ein bewusster Beobachter zu werden. Und das bedeutet oder erlaubt mir, in tieferes Nachdenken zu kommen, wahrzunehmen, was die Wahrheit ist, die Wahrheit in mir selbst zu spüren. Nicht nur die in mir selbst ist, sondern auch, was das Richtige ist, in welchem Moment. Wir brauchen einen Raum, wir brauchen eine Perspektive. Und das wird nur von der Innenschau kommen.
play. It's like, imagine we are an actor on this world stage, and we all play. Stell dich vor, wir sind ein Schauspieler auf dieser Weltbühne. Come into the scenes, and we have to perform, and we have to be active, and but we need to come back to ourselves again and again. Otherwise, we get lost out there. We get lost, and things. If we are immer wieder müssen wir nach innen gehen, weil sonst verlieren wir uns im Außen. Wir werden so beeinflusst und dann sind wir nicht mehr in Selbstkontrolle. Diese Balance hält uns verbunden und schützt uns und macht uns auch stark. Life ist ein ständiger Ausdruck unseres Selbst, aber wir müssen wissen, was wir ausdrücken wollen und wie. Und dass diese Wahl wird dann zu uns kommen, wenn wir den Unterschied erkennen können, von einem, den Unterschied von einem hohen Level des Denkens oder von Oberflächlichkeit. Ich habe sehr, sehr viel Anstrengung machen müssen, um zurückzukommen. Und was mir geholfen hat, ist, in der Gesellschaft stiller Menschen zu sein, denn oder introvertierter Menschen, denn das erinnert mich daran, dass ich diese Wahl habe, nach innen zu gehen. Und wenn ich das Ziel habe, dann werde ich auch Hilfe bekommen. Vielen Dank, Moira. Ich denke, das war die letzte Frage. Just end with some moments of silence and the ones who like to open. Wir können mit einem Moment der Stille beenden und wer jetzt noch die Kamera aufmachen will, kann das gerne machen. Wir verbinden uns jetzt mit Moira, die in Argentinien ist, also auf der anderen Ecke der Welt. And see you. Es ist gut, sich zu verbinden. Ihr könnt aufmachen.
Thank you so much, Moira. Oh, dear. Thanks everyone for participating. Thank you all. Next time, Moira, we would like to have you here in person. Thank you. Love to come. Love to come. Love to have that. After pandemic. Yeah, let's see. Thank you. Om Shanti. Bye-bye. Bye-bye. Om Shanti. Bye-bye.